Leute, herzlich willkommen bei Part Nummer 3 von unserem Bunkerbausimulator. Ja, wie ihr seht, ein bisschen was hat sich verändert. Da mein letztes Ding nicht gespeichert hat, habe ich nochmal so ein bisschen reingeballert. Jetzt habe ich ungefähr so weit, wie wir gewesen waren. Hier habe ich noch eine Wand überlassen, damit ich hier, falls ich reinfalle, damit ich hier noch rauskomme. So. Ein paar Upgrades habe ich auch gleich gekauft. Schnellere Schaufeln und so. Deshalb ging das alles auch viel flotter und etwas geschmeidiger. Gut, wir machen jetzt weiter. Wir bauen dieses Teil jetzt fertig. Und zwar die Böden, Wände. Gut, dann machen wir mal die Wände jetzt fertig. Da hier mal die ersten. Ich glaube, hier muss Holz ran, ne? Geschnittenes Brett. Boah, gut. Dann brauchen wir jetzt wieder Holz. Wie ging denn das hier? So, bestellen. Ach, da werden wir einige Brettchen brauchen jetzt, ne? Aber hier, ich kann ja alleine, wie schnell ich jetzt laufen kann, ne? In Eimer passt auch mehr Zement rein als zuvor. Passt schon. Irgendwie kriegen wir das schon auf Kette. So. Schön weiter schnipseln. Zack, zack, zack. Vielleicht kriege ich hier sogar zwei auf einmal fertig, wenn ich es von dem Winkel aus probiere. Gucken, ob es klappt. Oh verdammt. Oh, 3 von 4. Er hat es aber mitgezählt, den letzten nun und. Das Gute ist, wenn du das ein bisschen überschneidest, zählt das doppelt, ne? Wenn der Winkel passt. Ja, hier wird nicht mehr viel gemacht werden. Also hier kann ich nicht mehr viel machen. Ist nur ein Element. Das letzte, die letzte Wand da hinten, kommt doch eh erst am Schluss. Na? Hallo? Machen Sie das doch bitte daran, Sir. Habe ich das jetzt nicht geschnitten, ne? Ja. Keine Fragen. Alter, das war jetzt richtig schlau, 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 schlau. So, wir packen uns hier gerade das nächste ran. Mal gucken, ob wir das wieder so von der. Ja, komm raus hier. Komm, einer noch. Dann kriegen wir 2 auf einmal hin. Das wäre geil. Ja. 4-mal hin und her laufen, schon gespart. Das muss auch irgendwie so machbar sein. Einmal. Zweimal. Schön die Spielmechanik ausnutzen. Und hat's geklappt? Oder war alles umsonst? Ja!
So, jetzt gehört der Zement rein. Ein Eimer. Ja, kein Stress. Ah. Mischen wir noch eine Runde. Mich. Ja, komm. Ist ja schon gut. Genug gemischt. Muss reichen. So. Vielleicht, dass ich die Wand hier rausgelassen habe, muss ich da jetzt nicht jedes Mal komplett rumlaufen. Oh Mann. Er braucht sowieso noch viel mehr Zement. Ich muss ja Decke auch noch ran hier. Ja gut, so viel auch nicht mehr, aber... Komm, gut. Ist gemischt, passt. Dankeschön. Da. Zack. So muss das. So, der ist leer. Mal einmal, der ist voll. Einmal den hier. Einmal den hier. Bereite mal gleich was vor. So. Passt. Okay. Dann next one. Boden. Erst einmal Leiter hier. So. Einmal die Leiter. Den. Bauen wir hier nur eine Wand dran. Zack. Und nur schön Decke ran. So. Passt. Wie gesagt, dann machen wir mal hier die Stahlträger. Ja gut, habe ich hier einmal und dreimal. Schweißgerät. Wir machen Bunker schweißfrei. Und nun? 4 Bretter. Und 2 Eimer. Ja, was ist? Mach ran hier. Boom, fertig. Ja. Da ist mir mal ein Stahlträger runtergefallen. Verloren auf die Ewigkeit. Das müsste so auch funktionieren. Also wenn ich den hier, wenn ich da drauf stehe. Ja. Und hier zack gezählt. Ja, genau. Hehe. Ja, ja. Super, super. Ja, da noch einer rein. Oh, da machen wir Schweißen. Einmal. Jupp. Und, ach man. Zweimal. Der muss auch geschweißt werden. Passt. Zwei überall noch Bretter. Ist kein Problem, kann man überkreuzen. Na komm, nie noch. Oh, der hat dann. Jetzt hat's nicht gezählt. Ist egal.
3, 2, doch, jetzt hat eins hier mitgezählt. Ah. Na, immerhin habe ich mal einen Weg schon gespart. So, Dino. Weißt du, der Decke fertig. Mir fällt noch auf. Ich muss die Wand auch noch fertig machen, ne? Ups. Ach, die Wand wird von alleine fertig, wenn man wieder eingraben. Hast du gar einen Indoor-Wandgarten? Kann richtig tief verwurzelt werden hier. Toll. Aber jetzt brauche ich hier noch einen Stahlträger für die Wand, ne? Oder? Genau. Und machen wir noch drei. Komm. Komm raus hier. Einmal hier. Nochmal. Zack. So, achso, Speisen, genau. Oh Mann. Schau. Abgerutscht. Passt schon. So, machen wir nochmal vier Bretter. Es regnet Holz. Ja, ist zu erwarten bei meinem Namen. Den noch, aber bitte schweißfrei. So. Und der. Oh ja. Ich glaube, ich habe noch. Nee, verdammt. Kein Zement mit. So. LOL, habe ich gleich mal die mitgegossen. Das war mal, deshalb waren wir einmal gleich mal leer. Haha. Alles klar. Verstehe. Haha. Hat auch gezählt. Sehr gut. Und genau dieser eine, ne? Es ist immer wieder dieser eine. So. Dann mischen wir den noch. Nun sollte der Bunker mal außenrum fertig sein. So. Boden 4. Wand. Leiter, Decke. So, vier Betten. Ja, macht gleich voll. Zack. So. Das Rot-Dingenskirchen steht, ne? So, dann gehen wir mal da rein. Hallo, Bunker. So, dann brauchen wir als erstes vier Betten. Ne, hier. Zurück. Bett. Hier, viermal. Keine Ahnung. Mit R drehen? Ne, mit Maus. Warte mal, okay. Machen wir die Betten da hinten ran. Zweimal. Kopf zu Kopf, das passt schon. Perfekt. So, dann bauen wir uns einen Schraubenzieher. Und schrauben die Betten zusammen. Hat ebenso ein bisschen was von dem Car-Mechaniker-Simulator, ne? Im Großen und Ganzen. Da rein mit. Sieht doch gut aus. So. Das leicht montierteste Bett der Welt. No leichter sind die Toiletten.
klingt komisch, ist aber so. So. Das ganze Spiel auf der anderen Seite. Einfach mit der Maus drauf. Aber nicht hier, irgendwo, das funktioniert. Sondern immer den Kopf treffen und einfach gedrückt halten. Den nächsten anvisieren. Zack. Und wunderbar. So, dann haben wir 4 Betten, eine Toilette. Und gucken wir mal. Nee. Ach, ich muss zur Hand wechseln. So. Wasser. Und Toiletten. Die Toilette kommt. Ja, da so rein. Das passt schon. Geilste Bunker der Welt, Alter. So. Die Toilette. Da nehme ich 2 Schrauben. Und Toilette. Boom. Montiert. Total easy cheesy. Dann Regale aufstellen. Dann wollen wir 2 Regale. Ah, jetzt wird es interessant. Was gibt es denn so an Stuff? Lieferung, Lagerung. Großes Regal, ein Nachttisch. Ein Garagenschrank. Okay, cool. Machen wir gleich direkt am Eingang hier das Lager. Einmal. Oh, da baue ich Material für. Wie viele Regale brauche ich denn? 2, okay. Ja, dann lassen wir die 2 mal. Was brauche ich denn für? Achso, ein Schraubenzieher nur. Alles klar. Ach. Lol. Ah, einfach nur mal hier 2 Böden festschrauben. 3 Böden festschrauben. Nee, einfach nur alle Böden mit einer Schraube festschrauben. Voll das IKEA-Teil. Schraube rein. Bumm. Und es bricht zusammen. Nee, bricht nicht zusammen. Doch kein IKEA-Teil. So. Lampen platzieren. Dann platzieren wir Lampe. Ich möchte aber so einen Garagenschrank platzieren. Ich möchte gucken, wie das aussieht. Hier so vielleicht. Sieht so aus, als wenn das doch vorne wäre hier. Oh, hier so ran. Machen wir ein paar Extras rein. Damit er aber was hat hiervon. Ah, kann man auf und zu machen. Toll, hätte ich nicht erwartet von einem Schrank. So, Lampe platzieren. Wir platzieren Lampen. Lampe, 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 Lampe. Also hier zurück. Dann brauchen wir Elektroanlagen wahrscheinlich. Na hier, Lampe. Grau, blau oder braun. Natürlich die gute grauen Lampen. Und zwar 4 Stück. Ja, dann würde ich sagen, in jeden Abschnitt eine rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das hängt ja nicht wirklich, oder? Hängt das mittig? Ja, passt schon. So, 4-mal Lampen platzieren, passt. Ja, mit dem Spaten draufklopfen, fertig montiert. So, dann schrauben wir noch die Lampen fest. Dann sollte hier schon was weitergehen. Jo, läuft doch gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Holzi, der Meistermonteur. Mache ich alles schweißfrei. Und ohne Kratzer. So. Die letzte. Bauen wir irgendwo so Solaranlage oder so irgendwas, ne? So, 4, alles erledigt, alles erledigt. Hier Essen platzieren. Generator anschließen. Ein Generator, genau. Essen. Wir wollen essen. Was wollen wir essen? Pizza. Hier. Lieferungen. Oh, Kichererbsen. Reis.
Benzin, Bohnen, Kimchi. Ja, Gurken, Klopapier. Klopapier ist ganz wichtig. Medicine, Thunfisch, oh, komm hier. Back mal hier voll mit lecker Frikadellen hier. Ja, das, so muss das. Hä? Wieso platziert ihr die jetzt so? Das gefällt mir gar nicht. Ja, wir wollen Frikadellen haben. Lecker, lecker Frikadellen. 29. So. Frikadellen und vielleicht noch Reis dazu. Passt. Das ist nicht so gut bei der Platzierung. Und zur Abwechslung vielleicht ein bisschen Thunfisch. Hier. Sogar mehr als gewollt, okay? Bin doch ein netter Kerl. Dann haben wir hier von dem Zeug noch was dazu. Keine Ahnung. Hier, so und so. Und. Benzin. Das kommt doch nicht ins Lagerregal. Komm, kann ich das hier reinbauen? Ja. Hier, ein bisschen Benzin. Klopapier. Ja. Das muss reichen. Und vielleicht noch was zu trinken? Perfekt. Also, die ultimative Apokalypse-Ausrüstung. Definitiv. So. Medizin? Nee, komm, wir vertrauen auf Eigenwundheilung. Das passt schon. So, dann bauen wir einen Generator. Die sind so am Arsch. So, Elektroanlagen. Ja gut, dann gleich die hier, die brauchen wir sowieso, habe ich gesehen. Oder irgendwie, irgendwas, wo, wann, keine Ahnung, hallo? Egal, Generator, schauen wir mal nach einem Generator. Stuhl, Lampe, Lüftungsanlagen, ja, die Klimaanlage, Elektro. Ja, was mache ich jetzt mit dem Teil? Ist doch wie eine Steckdose. Zumindest sieht das für mich aus wie eine Steckdose. Ja, klar ist das eine Steckdose. Wieso kann ich das jetzt nicht... Ach, nö. Wo ist der Generator? Gebäudeteile. Hier habe ich nichts. So. Ah, alles klar. Soll ich einen Tisch mit reinpacken? Ach, die braucht keinen Tisch. Hier sind die Betten. Hier gibt es nur ein Klo. Es gibt ja nicht mal ein Waschbecken. Also brauchen sie auch keinen Tisch. Sie könnten ihn eh nicht sauber machen. Passt. Lüftungsrohr und Klimaanlage. Okay. Ah, scheiße. Wo soll ich die Rohre hinführen? Komm, mach einfach mal hier ran. Stellen Sie eine Klimaanlage auf und schalten Sie sie ein. Lüftungsgitter gebogen. Ja, Klimaanlage. Ah, okay. Ach, alles klar. Hä? Oh nö. Jetzt habe ich mich selbst ins Haus katapultiert. Ach, die kann man gar nicht. Ja klar, die Decke reiße ich jetzt weg. Natürlich, unbedingt. So, nochmal. Das Lüftungsgitter. Ah, egal. Komm, das ballern wir so mit megamäßig hier allem Rohrgedöns ran. Das lässt sich jetzt wieder nicht drehen. Wieso lässt sich das nicht drehen? Verdammt. Ach nee, jetzt habe ich R gedrückt.
für Rotation oder so. Und ja, lande wieder mal vor der Tür. Wer kennt's nicht, wer kennt's nicht. Oh. Hallo? Drehen bitte, danke. So dreht sich das nicht? Nein, ich möchte das so nicht haben. Wieso dreht sich das nicht? Jetzt im Ernst. Das hilft mir nichts. Ah! Das ist ja voll Verarsche. Die musst du zuerst platzieren und dann kannst du sie drehen. Was ist denn das für eine Logik? Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt bin. So. So. Denn, wie montiert man die? Ja, die will ich nicht jetzt drehen. Das passt schon so. Lüftungsgitter. Erforderlich Hand. Ah ja. Oh, da habe ich jetzt einige Schrauben. Na, wenigstens muss ich nicht schweißen. Oh, Mikey. Katze liegt da wieder neben mir. Die Oma chillt. Kann ich nicht den hier gleich so... Oh, cool. Den A? Oh, der ist zu weit weg. Schade. Das wäre zu schön gewesen, ne? Ja, komm, mach den noch. Na, einiges an Schrauben. Ärgerlich. Zu viele. Aber stell dir mal sich vor, was das für Arbeit wäre, wenn du so einen mega Bunker baust. So 15 Felder oder so oder 16. Da hast du dann richtig gut Arbeit. Aber vor allem eben die Deko-Elemente und so, ne, sind eigentlich genau das, was in dem Spiel aussagekräftig ist. Für das Spiel. Einfach nur vier Wände im Hinterhof zusammenzuklöppeln, ne? Das soll es ja nicht gewesen sein. So. Oh Mann. Jetzt fängt der Nachbar an, Rasen zu mähen. Ein guter Mann, ein guter Mann. Hä? So. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Und schalten Sie sie ein. Okay, wie schalte ich sie jetzt ein? Klicken zum... 6 von 1. Ach, ich hätte einfach nur das Teil wahrscheinlich hier ran und fertig, ne? Nee, jetzt war was richtiges Schönes. So, dann schließen wir noch einen Generator an. Wie geht das hier, ne? Ah. Im Ernst? Im Ernst? So ist das geregelt? Echt jetzt? Tatsache. Das ist außen. Ah, wie geil. Ja, passt. Mir soll es recht sein.
Ach, muss das Ding erst montieren. Okay. Kommen wir da jetzt überhaupt dran? Jo. Nehme ich. Das Teil ist außen. Shit. Das Kabel hat gut Spannung, ne? Geht das Ding jetzt aber nicht da rein, weil das ist zu weit weg. Na gut, dann. Wie gesagt. Ja, passt. Hier, dann klöppel mal eben hier noch eine Steckdose ran. Ist doch völlig egal. So, zack. Die Steckdose, um den Bunker mit Strom zu versorgen. Von außen zum Anstecken. Ja, geil. Richtig geil. So. Alles erfüllt, Licht. Aber wenn du von unten so drauf guckst, denkst du, das ist in der Grafik drin, ne? Ja, Bunker ist fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, wie gesagt. Ich würde sagen, kramen wir den Bunker wieder ein, um zu gucken, ob... das kriege ich jetzt gar nicht mehr weg. Ha, okay. Ach, da war was, da war was. Hier. Ha! Ja, das kann ich knicken. Hier habe ich noch ein bisschen Erde über. Oh, hier baue ich. Hier mache schon nächstes Loch, das war so nicht beabsichtigt. Und, ja. Erde ist eigentlich auch sauber jetzt dann wieder entsorgt. Und, ja, ich wusste es, ich kann in den Bunker reinballern. Ja, Leute. Holz ist Bunker, willkommen. Schlafen, wo sie scheißen, was wollen sie mehr? Und eine Menge Frikadellen. Und Wasser, alles am Start. Ein bisschen Klopapier, Benzin für den Generator, damit die Lämpchen leuchten. Was willst du mehr, was willst du mehr? Ha, herrlich, 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 herrlich. Thank you for playing. Bis gewisse Abschnitte. Yeah. Opinion. Option. Was ich für eine Scheiße lese, ne? Ja, wie dem auch sei, wir sind durch, haben es geschafft. Leute, wenn es euch gefallen hat, kauft euch. Link findet ihr unten. Ansonsten sehen wir uns im Livestream, ne? Ja, dann haut rein, tschüss und ciao mit auf.